Also ganz ehrlich, Andrea, ich sag dir eins, bevor du gar nicht mehr kannst, ich habe schon ein bisschen Arbeit. Es hieß, darf ich dir bitte? Hey, weil dein Bruder hat getaucht. Meiner war richtig herr ekelhaft. Bisschen enger noch? Ihr seid die Stars heute. Das heißt, hier ist. Das ist der Star heute. Und ein letztes. Servus. Und auch dich, lieber Joe, und halte fern von ihm, was unmenschlich und was böse ist. Entreiße ihn jetzt und immer wieder der Macht des Bösen. Lass ihn in seiner Familie geborgen sein und gib ihm Sicherheit und Schutz auf dem Weg seines Lebens. Darum bitten wir dich, der du lebst und herrschest in Ewigkeit. Bevor wir jetzt die Taufe durchführen, dass für die Taufe des kleinen Franz bestimmt ist, und schenke ihm, der damit getauft wird, das neue Leben in deiner Kirche durch Christus, unseren Herrn. Was in der Taufe wirklich geschieht, können wir natürlich gar nicht ermessen. Deswegen hat die Kirche sich von alters her Zeichen überlegt, die es ein wenig verdeutlichen. Dass zunächst einmal die Salbung mit Chrysam, einem kostbaren Öl, mit dem früher nur Priester und Könige gesalbt wurden. Als Jesus Christus noch auf dieser Erde wandelte, hat er Taubstummen die Ohren und den Mund geöffnet. Auch dir, Franz, öffne der Herr den Mund und die Ohren, damit du sein Wort verstehst und dann, wenn die Zeit dafür gekommen ist, es auch den Menschen verkündest. Und damit sind wir am Ende dieser Tauffeier angekommen, die hineinmündet in die Eucharistiefeier, den großen Dank an Gott, den Jesus Christus uns macht. Herr Jesus Christus, du bist der Weg, auf dem wir gehen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Du bist die
Wahrheit, die wir suchen. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Du bist das Leben, das wir finden. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld, damit wir in rechter Weise diese Feier begehen. Amen. Lasset uns beten.